Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, wir sind in der Stadt angekommen, die Prismania City heißt. Das hatte ich beinahe wieder vergessen. Nee, ich hatte es komplett vergessen. Die Pokeflöte weckt Pokémon mit einem Ton, den nur Pokémon hören können. Na gut, weiß nicht, was der alte Mann mir damit sagen will. Ich bin von Fuchsania City aus den Radweg hinaufgefahren. Schön für dich. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Keine Ahnung. So unhilfreich die drei Genossen da. So. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Bin doch nur ein kleines Kind, das so redet man doch nicht mit mir. Quapo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. Quapo, Quapo. Na gut. Tipps für Trainer. X-Treffer erhöht die Genauigkeit von Attacken. Angriff plus erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Diese Items kannst du im Einkaufszentrum von Prismania City kaufen. Ist das nicht schön? Extra Geld ausgeben. Prismania Villa. Ich habe meine Zunge verbrüht. Die nette alte Dame in der Villa gab mir Tee. Aber er war kochend heiß. Ich muss ihn erst abkühlen lassen, ehe ich ihn trinke. Ah, so bekomme also Tee, dass diese Wachposten nicht mehr durstig sind. Dann schauen wir mal, ob hier eine alte Dame ist. Da ist schon eine mit ihren drei Katzen. Pii, Pippi. Nidoran. Wow, miau. Das Mauzi war komisch. Du solltest dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Tee erhalten. Dankeschön. Gegen Durst ist nichts besser als heißer Tee. Er ist einfach am besten. Ja, ich habe eine Paulaner Spezi neben mir. Die wäre anderer Meinung. Ah, hier ist hier noch ein Schild. Kann ich das lesen? Nicht aus Pipi drücken. Manager Suite. Oh, ist die der Manager? Egal, wir gehen mal hoch hier. Irgendwen gibt's hier bestimmt noch, der uns interessante Sachen erzählen will. Oder was schenken. Ich hoffe ja immer auf Schenken. Ah, hier ist ja niemand da. Ist echt hier doof, dass man im Gebäude nicht rennen kann. Wer hat sich das wieder ausgedacht? Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet. Guter Grafiker. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Nicht zu vergessen Sabrina. Wieb-Alarm schlägt an. Ich bin der Programmierer. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen, gib nicht auf. Zeig ihn mir, wenn er komplett ist. Okay, das wird eine Weile dauern. So, kommen wir nochmal nach oben. Ja, natürlich. Ah, wir sind auf der Dachterrasse. Ich glaube, hier gab es in einem anderen Spiel zumindest... Okay, hier kommen wir ja gar nicht rüber. Irgendeinen Automaten mit Mumilch. Konnte man seine Pokémon mit Milch heilen, das war auch immer schön. So, da hinten kommt man nicht durch. Oh, die hat so ein schönes Telefon noch an der Wand hin. Kann man damit... Ein Telefon! Es ist besser, es nicht zu benutzen. Das sehe ich auch so. Wenn du was von mir willst, schreib mir doch einen Text. Ja, nicht anrufen. Na gut. Ja. Ja, red doch nicht so viel. Ja... Hast mir doch schon alles erzählt. Das ist das Einkaufszentrum. Dort finden wir alles, was wir brauchen. So, hier ist ein kleines Mädchen. Ich habe Smogon auf der Tinoba-Insel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es das Gift aus. Gutes Pokémon für dich, Kleiner.
Die Spielhalle schade dem Ruf unserer Stadt. Warum das denn? Die Stadt der Regenbogenträume. Noch sehe ich keinen Regenbogentraum. Dann gehen wir mal shoppen. Ich hoffe, ich habe Geld. Gibt's hier nicht immer so eine Lotterie? Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Na gut, keine Lotterie. Kundeninformation. Erster Stock Zubehör für Trainer. 2S Videospiele-Shop. 3S Geschenkartikel. 4S Drogerie. Dachgarten, Automaten. Ach, hier gibt's die Automaten. Vielleicht kriegt man doch unsere gute Kuhmilch ab ins Dachgeschoss. 4S und dann ins Dachgeschoss. Und dann gehen wir von oben nach unten. Das ist doch ein schöner Weg so. Einmal nach oben. Ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin. Sie ist so kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. Ich bin durstig. Ein Königreich für ein Getränk. Du kriegst nichts von meinem Tee, der ist schon reserviert. Tafelwasser, Sprudel, Limonade. Hey, wo ist meine Kuhmuhmilch? Das will ich eigentlich nicht. Weg damit. Anscheinend kein Durst. Ja, okay. Das Schild war unnötig. Da stand nur nochmal Dachgartenautomat dran. So, was haben die denn hier zu kaufen? Ja, ich hoffe, du kannst mir behilfen. Nein, die Sachen, die ich nie einsetze. Weg, weg, nein. Falsches Stockwerk für mich. Oder falscher Typ. KP+, Protein, Eisen, Calcium, Zink und Carbon. Alles so wunderbar teuer. Die setze ich allerdings auch ab und zu mal ein. Zumindest so ein KP+. Aber das ist jetzt nicht notwendig. Ich bin wegen der leistungsfördernden Mittel für Pokémon hier. Protein steigert die Angriffsstärke. Eisen stärkt die Abwehr. Ja, schön für dich. Ich cheate nicht. Nur hier kannst du leistungsfördernde Mittel für deine Pokémon kaufen. KP+ hebt die Basis-KP eines Pokémon. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Zink hebt den Basiswert der speziellen Verteidigung eines Pokémon. Carbon erhöht die Initiative. Achso, ich dachte das Treibhauslevel. Na gut, da war ich falsch informiert. Jetzt wisst mal Bescheid. Ich kaufe ein Geschenk für meine Freundin. Sie freut sich bestimmt über eine Poképuppe. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor wilden Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Poképuppe ablenkst. Oh, oder man hat einfach ein übermächtiges Glurak an erster Stelle. Das ist auch Poképuppe, Puppe, Retro-Beef. Feuerstein, Donnerstein, Wasserstein, Blattstein. Da kauft man mal von jedem einen Stein. Das ist klug, von jedem einen Stein zu kaufen. Sehr klug sogar. Vielleicht kriegt man ja doch mal ein Evoli. Dann haben wir die freie Auswahl, was es werden soll. Und wenn ich mein... Habe ich hier? Ja, ich glaube... Nein. Und mein Pikachu kann ich ja auch ein bisschen drohen. Wenn es hier nicht mal Leistung bringt, dass es einfach wegentwickelt wird zu einem Raichu. Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Nummer und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Schön für dich. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit, vielleicht hilft dir das hier. Konter. Nee, ich will gerade keinen Konter lernen. Ja, ich komme später wieder. Auf Wiedersehen. Ja, die Gamer müssen wir, glaube ich, nicht anlabern. Anhand ihrer... Ja, ID-Nummer. Okay. Falsches Stockwerk für interessante Neuigkeiten. Dann versuchen wir es beim ersten Obergeschoss. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Vor längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Danke, hab ich vor. Was hast du? Superball. Davon braucht man doch einige. Ja, 77 Stück vielleicht nicht. Ich besitze schon 20. Ach, ich muss verrückt sein. Nochmal 20 on top. So, Beleber haben wir, glaub, keine. Brauchen wir mal 10. Dann ist das Geld gut investiert. So.
Nur für den Fall der Fälle. Rest brauche ich nicht. Nein. So, der andere Typ muss dann TMs verkaufen. Ja, TM5, Brüller, Hyperstrahl, Schaufler, Durchbruch, Geheimpower und Anziehung. Ja, Hyperstrahl wäre doch gar nicht so schlecht. Ach, man lebt nur einmal hier mit dem Hyperstrahl. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt wenig Geld. Das schreit doch direkt danach, dass wir ins Casino gehen, um dann alles zu verlieren. Weil das macht Glücksspiel mit einem. All das schöne Geld, futsch. Kaputt. Was starrst du mich so an? Weiß ich nicht. Wieso sprichst du so komisch? Mist, ich hab alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Tja, die Gier kriegt sie alle. Oh, was soll ich tun? Jemand hat unser Wolfskop gestohlen. Der Dieb kam aus dieser Richtung. Da bin ich mir sicher. Ah, ich hab ihn verloren. Wo ist er nur hin? Tja, hättest mal deine Brille nicht verloren. Und was meinst du mit dieser Richtung? Er muss doch bestimmt in der Spielhalle irgendwo sein. Okay, das war ein richtig effektiver Zerschneider-Einsatz. Da bin ich stolz auf mich. So, ab in die Spielhalle. Bisschen Glück muss man ja mal haben. Verschwinde von dem Poster oder ich muss... Hey, kann mich doch nicht einfach so bekämpfen. Ich wäre gegangen. Nein, ein Radikal. Okay, du hast deinen eigenen Untergang herbeigeschworen. Flammenwurf. Ah, sehr befriedigend immer. So furchtbare Gegner, furchtbar schreckliche Gegner ausschalten. Und noch ein Schubert. Ich bin wie meine Glühbirne. Ich verliere gleich die Fassung. So, nee, das stimmt nicht. Ich habe keine Glühbirne mehr. Alles LEDs, Baby. Okay, der wird besiegt. Mist. Na gut, weg vom Poster. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Seltsam, hinter dem Poster ist ein Schalter. Tja, ich habe deren Versteck entdeckt. Glaubt dir das aber erstmal ein bisschen spielen. Willkommen! Nebenan kannst du deine Münzen gegen Preise tauschen. Ich habe noch gar keine Münzen. Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Benötigst du Spielmünzen? Ja, gib mal 500 Stück her. Du benötigst einen Münzkorb. Nein, wo kriege ich den schon wieder her? Hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehöre dem Team Rocket. Ja, ich bin nicht überrascht. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Das glaube ich nicht. Möchtest du auch spielen? Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Ja, ich auch. Hey, du hast Wichtigeres zu tun, Champion in Spiel. Die Arenaleiterin von Prismania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Das wird schwierig mit einem Glurak. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Naja, vielleicht ein bisschen. Herrlich, das macht Spaß. Ja, ich darf ja leider nicht spielen. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Das ist allerdings richtig. Generell keine gute Sache. Deswegen gibt es in folgenden Pokémon-Spielen, zumindest in den neueren, garantiert nicht mehr solche Elemente. Wie geht's dir? Brauchst du ein paar Münzen? Ups, ich hab den Münzkorb vergessen. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Ups, ich hab den Münzkorb vergessen. Das ist aber schlecht für mich. Ein Pokémon-Drucker. Wir können unser Pokémon drucken. Ah, ich kann Bild auf die Rückseite meines Trainerpasses. Na gut, das machen wir. Rosa, Sepia, Schwarz, normal. Jo. Mein Trainerpass, her damit. Hey, wie sehe ich denn die Rückseite? Oder ist das nur ein Bild von mir? Ich, keine Ahnung. Ein Problem für später. So, dann können wir eigentlich nur noch die Häuser da unten abklappern, in der Hoffnung, den Münzkorb zu finden. Und dann würde ich sagen, mach mal zuerst mal die Arenaleiterin.
Unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Hab davon gehört. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ah, Münzkorb. Wunderbar. Mumpf. Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Tja, passiert. Passiert den Besten. Schau mal, dass es uns auch passiert. So. Oh, nochmal Team Rocket. Bosch, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Ist das der Boss von Team Rocket? Haha, mit den Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Nee, das wird nur der Boss der Casino-Vorsteher sein. Also der Robert De Niro des Pokémon-Universums. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Oh, gut zu wissen. Dann werde ich da nicht nachschauen. Ein Haus haben wir noch. Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Prismania City ist wunderschön. Ja, die Kriminalitätsrate ist aber ein bisschen hoch. Dieser Urlaub war eine Idee meiner Schwester. Und du bist? Warum nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Tja, das ist eine gute Frage. Da passiert dann nicht so viel im eigenen Hotelzimmer. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Ist ja schon gut. So, sehr unfreundlich, die Rezeptionistin. Na gut, ab und dann zocken wir mal kurz und dann machen wir die Arena-Leiterin. Kann ja gar nicht so schwer sein. Ein einarmiger Bandit, möchtest du spielen? Ja, auf jeden Fall. Du hast keine Münzen mehr, Game Over. Tja, Pech. So, jetzt labern die hier an. Ja. 20 Münzen, danke für die Großzügigkeit. Nochmal 20 Münzen. Du wolltest mir doch auch Münzen geben. Ja. Ja, ich weiß. Wer wollte mir denn noch Münzen geben? Die Dame hier gegen 10.000 Poké-Dollar. Also, der Typ hier. Gegen 10.000 Dollar kriege ich 500 Münzen. Dankeschön. So, jetzt aber. Auf jeden Fall. Ich brauche Glück, ich will ein Pokémon. Also, wir brauchen dreimal die rote 7. Komm schon. Nein. Mist. Obwohl, wir brauchen Pikachu unten. Jetzt, nein. Ich hab verloren. So, nochmal. Ich kann das mit A-Knopf selber steuern. Stopp. So, jetzt aber. Ja, komm schon. Glück sei mir hold. Jetzt. Ja, ich habe kein Glück. Ja! Gewinn 8 Münzen. Ich habe doch viel mehr schon verzockt. Nein! So knapp vor 3 Siebnern. 1 und 2 und Enton! Mist. Ich mache das immer hier irgendwie zufällig. Da lohnt sich's nicht irgendwie zu timen. Das ist ja reines Glücksspiel. Hör auch gleich wieder auf damit. Bis wir 500 Münzen verzockt haben. Nee, bis wir nur noch 500 Münzen haben. Muschas! Ah, Mist. Das macht echt süchtig, das Zeug. Lasst es, Kinder. Ach komm, ich hätte doch die 7 gebraucht. Das bringt hier gar nichts. So, gleich ist rum. Oh, so knapp daneben. Mist. Na gut. Wir wechseln noch kurz meinen Automaten. Die hat hier gesagt, unterschiedliche Gewinnwahrscheinlichkeit. Ich glaube zwar nicht dran, aber was soll's. Oh, sie hatte recht. 15 Münzen. So, 7. Enton. Rocket. Bringt nichts. Magnetilo. Enton. Pikachu. Bringt nichts. 7. 7. Ja, 300 Münzen. Oh, das zählt jetzt aber sehr langsam runter. Kann ich das abbrechen? Nee. Jo. Also der Countdown läuft da runter. Ich kann leider nichts machen. Und
Ich mache das, was eigentlich alle, die mal an so einem Automaten tun sollten. Geht mit Gewinn nach Hause, Leute. Die Bank gewinnt immer. Glücksspiel ist der größte Scheiß. Man verliert am Ende mehr, als man gewinnt. So, aber ich bin jetzt zufrieden tatsächlich mit den Münzen und das immer auf den Gewinn aufhören. So. Ja, sehr schön. Spiel beenden. Hauptgewinn geknackt. Was will man mehr? Was wollen wir mehr? Vielleicht einen Preis. Wir kriegen da teilweise schöne Pokémon. Münzen gegen Preise. Wir können Abra für 180 Münzen haben. Ein Pipi. Ein Dratini. Ein Sichlor. Oder ein Porygon. Oh, die sind aber sehr teuer. Die sind aber sehr teuer. Okay, was... Ich würde gern nicht googeln müssen, was die TMs sind. Also erstmal nein, danke. Wundersaat, Holzkohle, Zauberwasser, gelbe Flöte oder Rauchball. Das lohnt sich ja alles nicht so wirklich für den Preis. Ich hätte gern ein Porygon. Ich habe kein Glück an den einarmigen Banditen. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Ja, dann gib doch ein bisschen was ab von deinem Glück. Na gut, auf zur Arena-Leiterin. Da müsste man eigentlich schon rankommen. Sein der alte Typ blockiert es da unten, bis wir die Team Rocket hier ausgelöscht haben. Ja, ich möchte den Zerschneider hier einsetzen. Ach Spiel, du musst mich nicht dreimal um Konsens fragen. Ich bin doch so eine Zerschneider-Hure. Gut, der blockiert die Arena nicht. Hehe, diese Arena ist voller Frauen. Ach du alter geiler Sack. Die naturliebende Prinzessin Erika. Ich glaube, ich nenne die Episode Prinzessin Erika, wenn ich mich dran erinnere, was ich nicht tun werde. Ich sollte dir etwas über diese Arena erzählen. Nur echte Damen sind hier zugelassen. Na gut. Ich schau mal kurz an mir runter und da ist nicht wirklich viel, was mich zu einem Jungen macht. Also... Glaubt es, mit dem Auge zudrücken klappt es noch. Oh, was macht man denn? Flügelschlag ist doch auch ganz okay gegen Pflanzen. Ich will meinen Flammenwurf nämlich für die Arena-Leiterin aufbewahren. Obwohl das, glaub ich, unnötig ist. Ultrigaria. Auch nicht gesehen bis jetzt. Weg mit dir. Aber ein sehr schönes Pokémon. Kann man auch vielseitig einsetzen mit der großen Mundöffnung. Hab ich zumindest mal auf TikTok gesehen. Vor kurzem auch mit dem Carpador. Ich sollte meinen Algorithmus wieder umdrehen. Gut. Das passt. Jetzt kriegst du noch aufs Maul. Mir wurde es schon langweilig. Na gut. Dann beschäftigen wir uns jetzt. Was hast du denn für ein Outfit an? Schönheit Selma. So schön wie dein Name. So, das Mirampla ist gleich nicht mehr da. Ich hatte recht. Bin immer stolz, wenn das funktioniert. Vor allem, wenn ich 20 Level drüber bin. Ein Knuffinsa. Oh, die hat 4 Pokémon. Dann sollte ich vielleicht weniger rumlabern und mehr kämpfen. Ja, das Spiel fühlt sich schon ein bisschen langsam an. Ja. Sehr effektiv. Ich bin schockiert. Noch ein Mirampla. Lady, ich weiß nicht, was die Taktik ist, aber sie scheint nicht aufzugehen. Wie wär's mal mit dem Wasser-Pokémon? Bisschen durchmischte Teams. Und noch ein Knuffinsa. Tja. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du kannst nicht mal was dafür, um hier ein Alligator-Zitat zu bringen. Okay, Salma wurde besiegt. Meine Frisur, ganz zerschaust. Ja, nach einer Minute mit mir kann das passieren. Ja. Ich glaube, die zwei Damen rechts und links müssen wir erstmal nicht besiegen. Willkommen in der Pokémon-Arena von Prismania City. Unterschätzt niemals die Girl-Power. Das würde ich nicht tun. Ich unterschätze aber gerne die Pflanzen-Power. Oh, ein Arschtrainer, eine Ass-Trainerin Yvonne mit 5 Pokémon.
Das wäre gar nicht so schlecht, wären die 20 Level drüber und keine Pflanzen-Pokémon. Ich habe meinen Glurak echt gut trainiert. Den Rest von meinem Team vernachlässige ich. Ah, das ist auch Teil des Spiels. Man muss sich eingestehen, dass man nur einen hier besten Kumpel-Buddy-Pokémon hat und die anderen 5 sind halt Anhängsel, die teilweise nützlich sind. Als ich es früher gespielt habe, hauptsächlich um die dann, während mein Glurak gerade auf der K.O.-Bank sitzt, Beleber auf ihn zu werfen. Dafür waren sie draußen. So, das Ultragaria ist auch jetzt nicht mehr Ultridaria. Ja, ist ja wieder Miraplar. Ein Duflor, wieder Miraplar-Witz gewesen. Oh, Duflor kann ich nicht leiden. Flammenwurf, ganz sicher gehen. Sonst fange ich mir wieder irgendwelche Pilze oder Parasiten ein. Ein ganz schön sporig, das Pokémon. Oh, ein Bisaknosp. Sehr schön. Hab mir heute so eine Bisasamen-Käppi gekauft. Die gibt's gerade bei uns überall in den Supermärkten, wahrscheinlich wegen Fasching. Und die wäre mal beim nächsten Treffen mit irgendeinem Kumpel, der früher ein Pokémon-Fan war, also ein richtiger, guter Pokémon-Fan, wäre mal tragen, um ihn einfach ein bisschen in Verlegenheit zu bringen. Nichts gegen Pokémon, aber ein bisschen Spaß muss sein. Nein, ich wollte doch nur gerade euch. Ich habe die Ehre, ich liebe Pokémon-Kämpfe. Habe die Ehre, die ist anscheinend eine Bayerin. Nur nicht im Dirndl. Oh, du hast ein Owei. Und jetzt ist es gleich vorbei für das Owei. Mensch, ich bin heute in Topf mit billigen Wortspielen gefallen. Oder mit billigen Reimen eher gesagt. Gut. Ramona wird besiegt. Oh, ausgezeichnet. Ja. Ihr sollt mich auszeichnen und zwar mit einem Orden. Bringe bloß keine Kiefer- oder Feuer-Pokémon hierher. Ja, ist euch auch schon aufgefallen, dass ihr eine gewisse Schwäche gegen Feuer habt. Aber Flug-Pokémon mögt ihr ja auch nicht, also das ganze Konzept hier in eurer schönen Arena ist nicht so wirklich durchdacht. Nochmal ein Duflor. Schnell weg mit dir. Jo. Wie viel Geld kriege ich? Ihr kriegt zumindest ein Level. Das ist sehr schön. Und Bia wird besiegt. Oh, du Grobian. Ich beiß nur, wenn man mich explizit drum bittet. Also, das mit dem Grobian würde ich mir verkneifen. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Wir sind in einem Gebäude. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen! Ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Ah, das habe ich irgendwo mal schon mitbekommen. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Ich bin nicht mal sicher, ob du einem meiner Pokémon ein HP abziehst. Also so selbstsicher bin ich. Du hast zwar ein gutes Arcenia. Das ist aber gleich nicht mehr gesehen, ja. Ja, wie gesagt, sehr effektiv. Auch meine Billo-Reine. Und das war nicht mal einer. Ein Tangela mag ich auch nicht wirklich als Gegner, als Pokémon schon eher. Sieht immer so cool aus mit den roten Schuhen. Aber jetzt muss er sich ausruhen. Verzeihung, ich höre auf damit. Nächste Folge wird's wieder besser. Gut. Nein, Giflor. Doppelt so schlimm wie ein Duflor. Sieht aber cooler aus. Stirbt aber auf die gleiche grausame Weise. Flambiert und geröstet. Sehr schön. Und Erika wird besiegt. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Ja, die war gerade auch sehr eindeutig. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden.
Und wir kriegen ordentlich Asche. Damit können wir mehr Münzen für die Spielhalle kaufen. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. TM19. Aha. Gigasauger. Oh, es wird romantisch. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke den Gegner abzieht. Sehr schön, sehr romantisch. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende von dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.